Das Weitwandern kann so schön sein. Schön, aber was, wenn Sie schon am Beginn einer anspruchsvollen Tagesetappe Probleme abzeichnen? Ja, das dann hast du durchhalten. Was uns da gefuchst hat und wie wir damit umgegangen sind, das erfährt ihr in diesem Video. Ja, guten Morgen als Freistaat von der Pension Birkbauer bzw. zum Wilden Mann. Wir haben heute eine angenehme Nacht verbracht in einem sehr netten, geil, rustikalen Zimmer. Gutes Frühstück für einen Sensationspreis, kann man sagen. Und heute machen wir uns auf unsere fünfte Etappe von Freistadt nach Sandl. Und da nehme ich euch einfach mit, weil heute ist es doch wieder frisch, aber es ist super sonnig. Schauen wir mal, ob es den ganzen Tag so bleibt. Da müssen wir uns, glaube ich, heute ausziehen. Morgen. Ja, nett ist da, gell? Schau, Nordwald kann wegen Nebelstein zu den Wanderwegen. Auf zum Nebelstein, beziehungsweise zuerst einmal nach Sandl. Zu den Wanderwegen. Direkt da durch die Grabscheiben durch in die Grabelstube. Das Hotel zum goldenen Hirsch. Hätte aber lieber zum goldenen Einhorn. Zu den Wanderwegen. Spannend, dass man da um ist. Wir müssen doch da hinaus. Bei zu den Wanderwegen ist Misttrauen angebracht, weil es gibt nämlich alle möglichen Wanderwege. Und unserer ist da nicht gemeint. Das ist eine schöne Anlage ist da unten. Das ist doch hübsch. Sandl, 14 Kilometer da oben. Ne? Braunberg in 3 Stunden. Der ehemalige Graben um die Stadt, gell? Ja, ist aber sehr hübsch da. Ist ein richtiger Grundgürtel. Sehr schön. Nordwaldkammweg über St. Oswald zum Braunberg. Nordwaldkammweg über die Alm zum Braunberg. Da steht dann plötzlich 3,5 Stunden, aber das wäre die offizielle. Das ist über die Alm 1a. Also nach kurzer Beratung haben wir beschlossen, wir gehen über den Originalverlauf. Ah ja, das ist auch eine Variante. Braunberg, ja. Zwergerl wandert und Zwergerl sitzt zu Hause. Kommt noch nicht der Braunberg. Da sind wir jetzt nur beim Anstieg vom Tal der Felteist. Hinauf einmal auf das umliegende Land. Weil sonst dauert es ja nicht 3 Stunden dauern. Ne? Ihr wisst, meine Mama ist kein Freund vieler Worte. Das erste Anzeichen für Probleme ist bei ihr oft eine gewisse Sorghaftigkeit. Also herbstliche Stimmung hat was, gell? Ich hab da zwar so ein Gefühl gehabt, aber selbst ganz allgemeines Nachfragen kommt dann oft nicht gut. Wenn man gleich merken will. Hat mal einen asphaltierten Begleitweg. Habe ich in der Form auf dem Nordwaldkammweg auch noch nicht erlebt und selten auf einem anderen Weitwanderweg. So, am Horizont oben sieht man die Kirche von St. Peter, da sind wir runtergekommen. Und daneben ist die Skiwiese von Freistadt. Hinter der Hügelkette, wo die Dunstfelder davor sind, sind auch wieder die Alpen zu erkennen. Da hinauf geht's. Alles gut? Ja, gut. Wenn ich nicht meine, alles gut, hätte ich gesagt, du bist zu leise. Freistadt, ein Stück zum Glück nicht nur im Verkehr, noch nicht im Lärm. Das hat man jetzt ausgelagert. Jetzt dürfen die Rehe derisch werden. Schau, da sieht man aber den Sternstein am Horizont. Willkommen im Wald. Ja. Nach diesem Bildungsauftrag wissen wir jetzt, dass wir alles im Wald tun dürfen. Wenn wir da ein bisschen nachdenken, weiß man das auch vorher. Die Anstrengungen der letzten Tage haben ihre Spuren hinterlassen. Der Rucksack sitzt nicht gut und sie hat Schmerzen. Aber die müssen erst schlimmer werden, bevor sie was sagt. Ja, und jetzt? Das ist schön. Was ist? Hängen bleiben bist. Mein Rucksack. Nein, mein Rucksack. Ja, die haben nämlich genau da, schau her, auf den Bäumen drauf. Ich mein, mehr als wie dem jetzt zu folgen, wie da die Markierungen sind, kann ich nicht. Ne? Das ist ein schönes Anwesen, da werden sie vermutlich auch reiten, weil da sind Hindernisse. Ne? Ist auch sehr gepflegt, das muss man lassen. Schau, auch ein Hinkelstein. Und noch ein Hinkelstein. Ja, und was das da ist, diese Kübeln auf der Bahn, das weiß ich nicht. Borkenkäfer vor allem. Wahrscheinlich, gell? Bis du noch alles laut hörst. Braunberg. Das ist auch ein Fit-Parcours. Ja, da müssen wir jetzt nicht aufrennen. Ne? Es ist kein finsterer Fichtenforst, es ist ein lichterfluteter Fichtenforst. Sie leidet also still vor sich hin, bis er sie endlich rausstößt. Und schon kann man sich zumindest mal drum kümmern. Das ist nicht recht so wahnsinnig, weil das schon immer sehr warm ist. Wenn man trinken zum Beispiel, ja,
können wir zuerst aus deinen Flaschen trinken. Dann ist dein Rucksack als erster Meister. Zimmerhofer, 25 Minuten. Das waren aber lange 5 Minuten. Hm? Also Schönheitspreis gewinnt der Wegabschnitt nicht unbedingt. Gell? Nein, ist zu laut. Und der Wald ist zu eintönig. Wir hätten bitte gerne einen anderen Wald, der Förster möge sich bemühen. Gell? Wobei, Tanne, Waldkiefer, Fichte, so extrem eintönig ist er ja eigentlich gar nicht. Oje. Höhepunkt der forstlichen Infrastruktur ist eine asphaltierte Straße zum Zimmerhofer, immer noch in 25 Minuten. Ich habe befürchtet, dass es heute neblig ist, gell? Aber ich bin eines Besseren belehrt, wenn es nicht neblig ist. Zielstrebig in die Sackgasse. Die Sackgasse war es. Ja. Oh, wahrscheinlich geht es da in irgendeinen Weiler oder irgendeine Ortschaft. Und das ist eine öffentliche Straße oder sowas. Jetzt ist er schon seit ungefähr 10 Minuten, 25 Minuten nach Reikersdorf. Da ist er spannend. Ne? Ich glaube, die haben einen Rabatt gekriegt für 25 Minuten Schilder. Jetzt haben sie da Zähne anfertigen lassen. Und die müssen es irgendwo anbringen. Schmerzen sind mies. Der besser eingestellte Rucksack hilft zwar und ich tue alles, um sie ein bisschen aufzumuntern. Aber das ganze schöne Wandererlebnis wird doch getrübt. Nur noch 25 Minuten. Ja, sehr gut. Windkraftanlage, weil da ist die Puste ausgegangen. Reikersdorf, ja da. Hast du richtig erkannt? Schau, die haben da bundweise das Holz gelagert. Gut versteckt haben sie markiert. Wenn es zwickt, ist es schwer, sich auf die tollen Eindrücke am Weg zu konzentrieren. Schlimmer aber ist die erhöhte Unfallgefahr bei anspruchsvolleren Passagen. Vorsicht ist angebracht. Wenn wir da gehen, gell? Geht's? Da, wo ich gegangen bin, ist gut, gell? Schau, ein Stahlschwammerl. Um die Konzentration zu wahren, halte ich nach einer Rastmöglichkeit Ausschau. Mit ein bisschen einer Jausen und was zu trinken, lässt sich ja leichter was gegen die Schmerzen unternehmen. Es fällt immer wieder auf, diese kleinräumig strukturierte Landschaft, gell, mit so einzelnen Bäume oder kleine Wäldchen, die irgendwo mitten am Acker stehen. Das ist total lieb. Man glaubt es kaum, aber wir kommen nach Reikersdorf. Ein kleinräumiges Bankerl war halt jetzt nicht schlecht. Reikersdorf. Das ist Reikersdorf, ja. Aber wir haben sicher keine Veranlassung, dass wir 3 Stunden durchgehen ohne Pause, oder? Na, was ist mit dir? Hm, hm? So. Kein Problem. Gell? Ich weiß nicht, wo du hin willst, Händerl, ne? Schau, da geht's nach links, sagt er. Da haltst du das mit den Wagenrädern drinnen. Da sind die Bauern sehr kreativ, gell? Für eine saubere Natur, ja, genau. Die das nicht wissen, können auch nicht lesen. Sie können ignorieren. Sie können alles lesen, was ihnen persönlich zum Vorteil gereicht. Ja, weil wir ja so misanthrop eingestellt sind. Dann gehen wir auf einen Fernwanderweg, wo wir auch lassen. Da oben ist ein schönes Bankerl, magst du vielleicht rasten? Wir sind 1 Stunde 40 unterwegs und dürfen schon rasten, oder? Der Verschönerungsverein St. Oswald hat ganze Arbeit geleistet, da gibt es nicht mehr viel zu verschönern, gell? Ja, schöne Aussicht vom Bankerl. Kann man gar nichts sagen. Einen Blick auf ein Reikersdorf. Der hat einen Rucksack mit einem Motor. Ach so. Ja. Und wird jedenfalls sehr viel Gegend beschallen. Das ist so ein Gestell, nicht in Wahrheit. Also, Rucksack stimmt nicht wirklich. Gewicht auf die Hüfte bringen, genau. Wahnsinn, wir werden sich deiner gern erinnern. Der brummt neu, weil wir haben dumm und dumm wieder zurück. Der Wabler. Ja, das ist ja wieder heim. Das ist aber ziemlich wurscht. Was ich will, ist wichtig und ich will Ruhe. Ja, nachdem die Straße nicht stark befahren und deswegen scheinbar da zu wenig Wirbel ist, muss er da unbedingt dann einmal umfliegen, ne? St. Oswald in 30 Minuten. Das ist schon St. Oswald, ja, und dahinter ist der Berg, wo wir rauf müssen, der Braunberg. Da haben wir die letzte gute Rastmöglichkeit erwischt, gell? Da waren wir schön entlang der Straße gewesen. Tigerer.
zwei Stück. Das sind schon fast eine Herde, gell? Sagt Oswald in 25 Minuten. Na, sehr schön. St. Oswald in 15 Minuten. Wir sind schon in St. Oswald, aber nicht im Zentrum, ne? Ja, das schön gelegene St. Oswald. Nicht unbedingt der Metropole, aber gar nicht klein. Ja, wir haben uns gestern schon im kleinen Örtchen St. Peter aufgefallen. Das sind die Mühlviertler ein äußerst gebärfreudiges Völkchen. Da ist der Storch sehr fleißig. Halb elf. Und jetzt? Ja, ein bisschen versteckt hinter der Regenrinne. Aber normalerweise geht sowas immer auf die Kirche zu. Eine schöne Steinkirche, gell? Die ist sehr hübsch. St. Oswald. Umbauer feiert 1 Million Anhänger. Ja, so viele Anhänger hätte ich auch gern. So, da steht zwar groß Braunberg ausgeschrieben. Und die Weiler Oberreitern, Stiftungsberg und Witzelsberg. Da geht es aber nicht für uns hin. Die Straße, die queren wir dann später noch einmal, nachdem wir am Braunberg-Gipfel gestanden sind. Braunberg in 55 Minuten. Und dann schauen wir mal. Da steht jetzt 1 Stunde 5 am Braunberg. Braunberg in 50 Minuten. Dann schauen wir da hinein. Inzwischen hat das Vitamin I Ibuprofen etwas geholfen. Und keine Minute zu früh beginnt nun doch ein ziemlich steiler Aufstieg zum Braunberg. Der Vorteil, Aussicht lockt. Und was gute Motivation ausmacht, werden wir später noch sehen. Ja, jetzt beginnt der Braunberg ernst zu nehmen mit Berg. Servus. Vermuten sie uns was zu, he? Da kannst du die Stöcke zum Einsatz bringen. Na, es ist zum Glück nicht rutschig, aber aufpassen trotzdem, gell? Aha, Braunberg 30 Minuten. Haben wir was geleistet. Ui, gibt's eine tolle Aussicht. Sind wir schon ganz schön hoch, gell? Da sieht man auch am Horizont den Sternstein. Ist auch eine liebe Katze, gell? Hallo, liebe Katze. Guten Morgen, liebe Katze. Wow. Ja, total Katze. Selbstgemachtes Höllerbauer. Klingt nett, aber ich fürchte, wir werden keine Kürbis mitnehmen können. Vermutlich geht es da hinauf, gell? Ja, wenn du freie Transportkapazitäten in deinem Rucksack hast, kannst du alles groß einkaufen. Boah, viele Händler, gell? Nordwaldkammweg geht da hinauf. Da hinauf. Was steht denn nicht da? Oh ja, Walking Arena. Dieses Abweichen von der Straße bestellt uns so einen steileren Anstieg. Hat den Vorteil von schönen Ausblicken. Und ein bisschen einen Schatten. Heute wird es nur ziemlich warm. Weit ausladende Wurzeln gemahnen an das Ringen um den fruchtbaren Boden, zumindest der Wiese. Ja, da wäre alles Wald. Gibt aber eine hübsche Landschaft. Aha, Einhornlockstoffe werden da dargeboten. So ein Mistrad angebracht. Lohn der Mühe ist der Braunberg in 15 Minuten. Spannend. Also im Widerspruch zu dem Schild unten prangt da direkt nach oben die Markierung. Dann sind wir schneller dort.
Nordwaldkammweg, Freistadt über St. Oswald. Und da drüben ist die Hütte. Sehr schön. Ui, da sieht man was. Das ist wirklich schön da. Da weiß man, wo wir aufgestiegen sind. Schaut euch dieses Panorama an. Das Nebelmeer unten und wir in der Sonne. Fast schon sommerlich ist es. Eine sehr einladende Hütte. Da wollen wir hin heute. Da gehen wir gerne hin. Kontrollstelle, na bitte. Da wollen wir uns eh ins Freie setzen, gell? Herzlich willkommen in der Braunberghütte. Die Hirselhütte, gehst du mit mir da drüben? Da drüben? Groß. Gut. Dann. Bitte euch. Bitte euch. Schauen wir mal die Panoramatafel. Das Hochkar ist zu sehen. Der große Priegel war zu sehen. Der Dachstein und der Torstein waren zu sehen. Aber ein bisschen quartisig ist es leider. Also da zeigen wir euch, was alles zum Segen war. Braunberghütte Seehöhe 902 Meter, das heißt, es sind 10 Meter bis zum Gipfel. Ja, gastlich ist es auf der Braunberghütte zugegangen und jetzt wenn wir da vorne schauen, was auf den Wegweisern draufsteht für unseren weiteren Wegverlauf. Über den Braunberg drüber weiß ich es noch. So, nächste Station, Raphaelshöhe in einer Stunde. Schau, lieber Bella, da oben der wenig auffällige Gipfel des Braunberg. Besser und höher wird's nicht, da gibt's keine Aussicht. Die Hütte ist das Highlight am Braunberg. Zum Ostgipfel, aha. Willst du zu dem Ostgipfel schauen? Nein. Na dann hinunter da mit uns. Ich glaube jetzt nicht, dass wir auf dem Ostgipfel etwas sehen werden, was wir von oben nicht gesehen haben, gell? Man kann schon verstehen, dass man mit momentan wenigstens gedämpften Schmerzen keine große Lust auf einen in wenigen Wehrweit versprechenden Abstecher hat. Und ich habe ganz bewusst darauf verzichtet, meine Mama in der Situation allein zu lassen. Ja, wenn es da eine zeigt, dann ist es für die Leute gedacht, die von da kommen, ne? Und da ist auch gedacht für die Leute von da kommen, ne? Das heißt also, da geht man da um zu dem Gehöft. War es die richtige Entscheidung? Sagt's mal ihr, wenn schon mal im Ostgipfel wart. Links. Links. Witzelsberg. Bis jetzt war es noch gar nicht so lustig, gell? Weitere hochinformative Wegweiser. Buchberg. Blasberg. Gutau. Nein. Raphaelshöhe 50 Minuten. Ja. Schau mal, wie schön die Färbung da ist. Super. Trotz Straße, gell? Sehr schön landschaftlich. Ja, großer Streit zwischen den Krähen. Obermareit ist das nächste. In 2 Stunden 15, Raphaelshöhe in 40 Minuten. Willkommen in Stiftungsberg. Schau, Halloween-Naht. Inklusive großen Spinnennetz. Zunächst bin ich über den Straßenabschnitt ja noch durchaus froh. Konzentration ist heute nicht so leicht und zumindest ist es nicht anspruchsvoll zum Gehen. Die Herausforderung wird aber bald ganz woanders liegen. Raphaelshöhe, 30 Minuten. Mhm. Na gut, dann. Ah, da tut eine. Bei manchen Etappen ist es nicht so leicht, die verbleibenden Anforderungen einzuschätzen. Rosenau in 30 Minuten. Aha, Holzmühle in einer Stunde. Aber es ist eindeutig der Nordwaldkammweg, oder? Keine Zweifel. Na schau, ich werde dir das jetzt auf der Karte zeigen, dass wir immer noch am richtigen Weg sind. Ja? Nachdem wir erst knapp über die Hälfte unserer Tageskilometer haben, wächst die Unsicherheit meiner Mama. Eine klare Wegzeitangabe für ein ihr bekanntes Ziel wird schon sehr helfen. Da ging es nach Rosenau, Holzmühle und St. Oswald. Durchfahrt verboten. Aber zum Glück der Durchgang nicht, ne? Der Dach. Wo wollen wir heute hin? Nach Sandl. Wo steht nicht auf die Wegweiser? Richtig. Ah, Sandl. Über die Raphaelshöhe drüber sind wir jetzt im Aufstieg nach Holzmühle. Da sind wir wieder mal im Faststraßengelände. Holzmühle, 25 Minuten, Obermareit 1,10, da sind sie sich nicht ganz einig. Naja, kein Wasser. Da ist Wasser. Da haben wir genug Wasser mit.
Oh je. Der Nordwalkanweg wird seinem Motto wieder gerecht. Hm? Da in der Mitte, glaube ich, schaut es ganz okay aus. Ein bisschen ein Balanceakt, gell? Aufpassen, dass du mit Stock nicht versinkst. Bald schon schiffbare Spurrillen haben sie da hinterlassen, gell? Da haben sie sogar schon Umgehungsspuren gebildet. Na ja, dann. Ja, da unten hat der Harvester gewütet. Dahinter hat er die Spuren auf Verwüstung hinterlassen. Und da geht es schon wieder regulär weiter, na, hoffentlich. Man mag sagen, es ist zur Spurenfolge gar nicht am Glauben, aber da sind tatsächlich Steine am Boden. Ja, da ist aber reger Verkehr. Ja, der Abstieg nach Holzmühle ist glitschiger als uns lieb ist. An manchen Stellen. Nur ganz schön aufpassen. Holzmühle, na gut. Ja, herzlich willkommen. Der Geräuschkrieg ist nach offensichtlich am Autobahnknoten Holzmühle. Mit einem ganz einladenden, schattigen Rastbankerl. Wir sind uns jetzt nicht zu blöd, dass wir uns da hinsetzen. Aber bitte pass auf, das ist sicher los. Ja, ganz praktisch, finde ich. Wenn du hinten los bist, ne? So, ich werde mir diese äußerst informativen Wegweise da inspizieren. Ja? Holzmühle 10 Minuten, Obermarei 55 Minuten. Aha. Holzmühle in einer Minute, na gut. Schauen wir mal. Zwischen dem 10 und dem 1 Minuten Wegweiser waren gefühlt 30 Sekunden. Das Haus zur Holzmühle. Holzmühle bei St. Oswald. Da kannst du in der Busstation schlafen. Na schau. Zu den Häusern Holzmühle, Obermarei, Untermarei, Wippel und hunderttausende Nummern. So verlässliche Zeitangaben erwecken bei meiner Mama nicht eben Vertrauen in die Wegweiser. Sie kann zwar Karten lesen und sich orientieren, aber sie nur anhand des Kartenbilds nicht so gut vorstellen, wie anstrengend ein Weg noch wird. Oder eben auch nicht. Ich weiß, dass nur noch etwa 9 Kilometer mit relativ wenig Höhenunterschied auf uns warten. Doch diese Hoffnung ist schwer zu transportieren, wenn das Ziel nicht greifbar ist. Da war Obermarei in 35 Minuten angeschrieben, aber nein. Nordwaldkammweg sagt da, der geht da vorne ganz leicht bergab und geht dann da so rauf. Zur Abwechslung wieder mal ein Lärm, gell? Oh ja, da ist ein Schild schon. Das ist nur genau uns zugewandt gewesen, dass man es nicht sieht. Obermarei in 35 Minuten, Holzmühle 1,55. Da gibt es auch einen Rundweg offensichtlich. Also das finde ich wirklich nicht gut. Das, dass man einen Rundweg in den Ort anschreibt. Hinter uns ist der Ort 10 Minuten entfernt. Ne? Erwähnenswert. Eine der seltenen Nordwaldkammwegmarkierungen auf diesem Abschnitt. Da muss man sagen, gell, im Vergleich zu vor Bad Leonfelden zum Beispiel, sind sie da sehr zurückhaltend. Ist natürlich auch ein bisschen eine andere Situation, weil da doch sehr viel auf Güterwegen und Straßen verläuft, aber trotzdem. Übermäßiger Jubel wird jetzt keiner aufbranden, aber es geht da rechts hinauf. Ich hab's schon gesehen. Oh, man reitet in 20 Minuten. Na, das hört sich aber schon verheißungsvoll an, oder? Nein, es bleibt nicht so steil. Das ist jetzt noch kurz. Da oben geht der Berg schon die Puste aus. Da sieht man üblich auf der Kamera nicht, aber da ist schon alles steil. Sich da einfach geschlagen, da auf. Eine sehr dichte Geschichte. Oh, da scheint es da oben zu gehen. Das ist schon ein bisschen friedlich auf der Steigung. Die Markierung des Nordwaldkammwegs glänzt auf diesem Abschnitt mit vornehmer Zurückhaltung. Zum Glück erscheint der Weg aber einigermaßen alternativlos. Hinter dem Buckel ist Obermarei. Herzlich willkommen in Obermarei. Und von den nächsten Wegweisern erwarten wir uns jetzt Abschluss, wie es denn weitergeht. Steinwald Dorfstich in 20 Minuten. Mhm. Und jetzt sehr aussagekräftig. Ja, kehrt ein in Gärtners Dorfwirtshaus. Oder auch nicht, das schaut sehr zu aus, der Biergarten. Ja, das kam ins Dorf und setzt sich nieder. Gefällt es dir, dann kommt bald wieder. Ja, vielleicht kommen wir wieder mal her. Ja, zu Fuß waren wir schon mal da, aber nach Goethe ist man ja nur dort, wo man zu Fuß hingegangen ist, wirklich gewesen. Obermarei aus, Freiwillige Feuerwehr Marei.
Ja, sehr verschlossen gibt sich der Weg, also Steinwald-Dorfstich in 20 Minuten. Dorfstich haben wir nicht gewählt. Ja genau, deswegen folgst du Wegweiser drücken, wo genau das drauf steht, wo du willst. Der Teller beklagt sich zu Recht darüber, dass das heutige Etappenziel und sicher das Ziel für viele Weiterwanderer am Nordwaldkammweg, nämlich Sandl, noch immer nicht drauf ist, obwohl es inzwischen wahrscheinlich schon deutlich unter 2 Stunden sein müssten. Auf meiner Uhr stehen jetzt 21 Kilometer. Es müssten noch ungefähr 6 Kilometer bis Sandl sein. Und das darf eigentlich auf so einem Wegverlauf keine 2 Stunden mehr dauern. Ne? Das wird noch vom Nordwaldkammweg in Erinnerung werden. St. Oswald von allen Seiten. Ja, St. Oswald, der Dauerort. Da geht es überall nach St. Oswald und zwar unterschiedlich lang. 6 Stunden, 4 Stunden, 2 Stunden und in alle Richtungen. Da kannst du gut fahren. Bei dem übermäßigen Geltungsdrang streng ab Holz zeigt sich die Markierung vom Nordwaldkammweg Steinwald Dorfstich in 10 Minuten. Na gut. Da abzusteigen, aber nein. Schau. Von diesem Ansinnen abgehalten wird man durch diese strategisch äußerst günstig positionierte Markierung. Was nicht auftrocknen kann, hat eine ganze Arbeit geleistet. Ebenso aufgewühlt wie wir ist der Weg. Umgehung in Polen. Ein weiteres Wegzeichen höchst zweifelhaften Informationsgehalts Harald Unser wird die ersehnte Aufklärung bringen, die Antwort demnächst auf diesem Kanal. Ja, nicht nur wir beklagen über den mangelnden Informationsgehalt der hiesigen Schilder, auch der Amazon-Fahrer hat große Probleme, oben eine Reit 14 zu finden. Viele Grüße an den Empfänger des Bäckchens. Steinwald. Umi. Gut österreichisch. Ja, die Markierung lässt nicht locker und krallt sich unerbittlich an der Straße fest. Wir vermissen allerdings immer noch schmerzlich eine Angabe darüber, wie weit es denn noch bis nach Sandl ist. Man sollte ja irgendwann einmal meinen, dass man auf den Viehberg durch Sandl sieht. Aber das geht leider auch nicht, weil das Gelände vor uns ist hügelig, ist nutzt nichts. Ehe sich der Wanderweg zu einer konkreten Aussage hinreißen lässt, verplappert sich das Straßenschild. Sandl, 4 Kilometer. Also der historische Moment, wo der Teller das heiß ersehnte Schild ansichtig wird, der sei jetzt hiermit festgehalten. Man muss schon sagen, Wegzeitangaben, da gibt es ja jetzt den Weg äußerst verschlossen, gell? Na, eine Stunde wird das schon gehen sein. Ja, ich fürchte, der ehrenwerte Schöpfer dieses schönen Wegs wird sich damals noch keine Gedanken gemacht haben um belängende Asphaltpassagen, weil da wird wahrscheinlich noch nichts asphaltiert gewesen sein. Und in der Zwischenzeit ist die Wahl des Untergrunds doch etwas auffällig. Gestaut, oder? Das ist ein Biberdamm. Fast so aus, gell? Würstling. Nordwaldkammweg geradeaus. Sternwarte Sandl, ne? Da wollen wir nicht hin. Sandl in 2 Stunden 35 wollen wir auch nicht hin. Wir wollen dorthin. Viel Gegend, aber wenig Aussicht, gell? So, da hier meint er. Sandl noch 3 Kilometer. Nordwaldkammweg. Gut. Schau, wir sind nicht wieder nach St. Oswald. Da sind es nur 7 Kilometer. Es würde dich freuen zu hören, dass das ein sehr kurzer Kilometer war, weil jetzt steht nämlich Sandl 2 Kilometer. Und da steht nichts. So wie der die Couch aufgenommen hat, hat er glaube ich nichts dagegen, wenn er es verliert. Ja, der Weg ist nunmehr an Spannung kaum zu überbieten. Wird sich die Beschilderung nochmal zu einer Aussage hinreißen lassen, wir werden es erfahren. Aber die Richtung lässt die Markierung keine Zweifel aufkommen. Über die Gehzeit schweigt sie sich beharrlich aus. Und auch waren die Straßenschüttler letztlich die Rettung waren. Die letzte Etappe wird auch noch Herausforderungen bringen. Ich versuche das jetzt möglichst wertneutral zu formulieren. Spätestens die letzten Kilometer vom Bürstling nach Sandl sind zwar zur Überwindung der Distanzen nötig, aber für den Wandergenuss höchst optional. Es war nicht leicht für die Mama und sie hat sich großen Respekt für ihre Disziplin und ihr Durchhaltevermögen verdient. Doch der krönende Abschluss zum Nebelstein am nächsten Tag steht unter keinem guten Stern. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, da vorne wird eine Ortschaft greifbar. Das wird da dann schon Sandl sein. Nicht, dass du auf den letzten Meter noch strauchelst über das offene Schuhband. Das ist da schon, ja. Ja, da vorne ist ein Ort.
Und da am Ortsanfang steht ein Ortsschild und auf dem Ortsschild steht ein Sandl drauf. Ja. Und da drüben ist ein Kirchturm zu sehen. Da wird der Schluss ja nicht so fern liegen, dass da in der Nähe der Kirche wird sein wird. Wahrscheinlich, ja. Ich bin gar nicht so blöd wie ich ausschau, gell? Ja, genau. Ja, jetzt können wir uns unseren 8 Stunden 15 nochmal runieren, indem wir uns da ordentlich auf das Bankel setzen. Ortsschild Sandl. 8 Stunden 14, 55. Also die Gehzeit 8 Stunden 15 in offizielle Angabe stimmt. Jetzt da nicht rechts abbiegen, sonst bist du auf den Holzweg. Ja. Das ist leer. Am Nordwaldkämmweg geht es dann nach rechts weiter. Aber für uns heute nicht mehr. Ja, nach einigen Irrungen sind wir nicht am Kirchenwirt gelandet, da hat nämlich keiner angekommen am Telefon und der Kirchenwirt hat noch mehr zweimal im Monat offen. Nicht einmal das, glaube ich. Aber beim Wirtshaus zum Ton ist er freundlich aufgenommen worden. Genau. Ja, lieber Bella, wie hat dann diese Etappe so gefallen, wenn man die letzten 4 Kilometer mal ausblendet auf Asphalt? Na, sonst war es eh ganz nett. Okay, der Braunberg, eine wunderbare Aussicht, ja, abwechslungsreich war sie auch gewesen, gerade am Anfang. Naja, und damit gibt es eigentlich nichts mehr zum Sagen, außer ich bin Flatterbrei. Und ich bin Bell. Und vielleicht sieht man es mal auf einer anderen Tour. Bevorzugt nämlich der letzten Etappe von Sandl auf den Nebelstein.